Und das wiederhole ich auch gleich wie das letzte Mal. Und dann verbreiten Sie es von mir das nochmal auf Ihren sozialen Kanälen oder wenn man da noch sozial sagen kann dazu. Man muss auch klar sehen, klarstellen und klar benennen, was nicht tolerabel ist. Und dieses ist, dass auch nicht, lang nicht nur, lang nicht die Mehrheit, aber eben auch Demokratiefeinde, Staatsverweigerer, Rechtsextreme und Neonazis oft auch an der Spitze herumspazieren. Dieses Zitat bleibt aufrecht. Und es muss jemand in der Bundesregierung auch das formulieren. Sehr geehrter Herr Präsident, ich melde mich zur Geschäftsordnung, weil der Herr Vizekanzler erneut seine Wortmeldungen vom letzten Mal wiederholt hat und hier erneut wieder im Plenum Teilnehmer an der Demonstration bestimmte, da würde mich jetzt gerne interessieren, welche bestimmten Ad personam, ansonsten ist es wiederum eine Pauschalverurteilung, bestimmte Teilnehmer als, ich zitiere, Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten bezeichnet hat. Jetzt sage ich, das sind alles strafrechtlich relevante Fragen, dann reden Sie mal mit dem Innenminister. Wer ist denn da, was tun Sie dann dagegen, ad personam Leute anzuklagen? Das wäre nämlich Ihre Aufgabe. Was Sie machen, sind pauschale Verurteilungen. Und ich fordere Sie noch einmal auf, entweder Sie klagen diese Personen an, die Sie da aufzählen, oder Sie nehmen diese Pauschalverurteilung mit dem Ausdruck des Bedauerns entschuldigend zurück.